heute das vorletzte Video des BookTube Halloween Countdowns. Ich hoffe, ihr habt schon fleißig bei den anderen vorbeigeschaut. Wenn nicht, werde ich euch alle unten in der Infobox verlinken, dann könnt ihr das natürlich noch tun. Morgen wird das letzte Video online kommen und dann ist schon Halloween und somit der Countdown vorbei. Bei mir wird es heute einen Tag geben. Ich werde ihn einfach den Halloween Tag nennen. Ist jetzt nicht sonderlich kreativ, aber an sich ist es eben ein Halloween Tag. Die Fragen habe ich mir zum Teil selbst ausgedacht, zum Teil aus einem englischen Halloween Tag übertragen und zum Teil auch aus anderen Tags, die nichts mit Büchern zu tun hatten, aus dem Internet gesucht. Ich habe mir jetzt insgesamt 8 Fragen aufgeschrieben, die so ein bisschen was mit Halloween zu tun haben, aber natürlich mit Büchern. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Mit der Frage Nummer 1, das ist nämlich Dekoration. Welches Buchcover passt für dich zu Halloween? Ich habe mir da zum einen ein Buchcover ausgesucht, wo einfach viel Blut drauf ist und Blut passt ganz gut zu Halloween, finde ich. Und das ist Todesfrist von Andreas Gruber. Das ist auch ein Buch, was ich extrem gefeiert habe. Ich werde es aber bald auch noch einmal lesen, weil ich schon einiges vergessen habe. Da kam vor kurzem der Film raus, also auch der Film. Gut, es ist halt ein Thriller, aber vielleicht passt der für euch auch zu Halloween und ja. Allein durch das Blut passt das für mich zu Halloween. Ich habe mir auch noch ein zweites Buch für diese Frage rausgesucht, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Und das ist Forgotten Girl von Eva Maria Silber. Und dieses Buch passt für mich einfach, beziehungsweise dieses Cover passt für mich einfach zu Halloween, weil ich es extrem gruselig finde. Also dieser Blick mit den Bäumen davor, vor dem Gesicht. Für mich ist es mega gruselig. Und wenn ich mir überlege, so würde jemand vor meiner Tür stehen, also ich hätte schon Angst. Wir sind schon bei Frage Nummer 2 und das ist Kostüme anziehen. Welcher Charakter wärst du gern für einen Tag? Ich habe mir jetzt einen recht besonderen Charakter rausgesucht und der kommt in die Insel der besonderen Kinder vor. Und zwar wäre ich gern für einen Tag Millard. Millard ist ein unsichtbarer Junge, der sozusagen komplett unsichtbar ist. Keiner kann ihn sehen. Und er trägt dann natürlich immer Kleidung, damit man ihn wahrnimmt. Aber er ist auch ganz praktisch sozusagen, wenn er seine Kleidung auszieht und dann komplett unsichtbar ist für die anderen, weil er so eben auch einige geheime Sachen sozusagen machen kann. Ich wäre auch gern mal für einen Tag unsichtbar, einfach um auch, ja, so ein paar Leute, sagen wir mal, zu besuchen, um herauszufinden, was sie so zu erzählen haben. Über mich, über meine Freunde oder was weiß ich. Ich glaube, das wäre ganz interessant. Aber ich glaube, länger als einen Tag wäre ich dann doch nicht gern unsichtbar. Ich glaube, Millard hat hier einige oder Probleme damit, beziehungsweise hat schon ein bisschen damit zu kämpfen, dass er unsichtbar ist. Aber ja, ein Tag könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Wie ist es bei euch? Wärt ihr gern mal einen Tag unsichtbar und was würdet ihr da machen? Das würde mich sehr interessieren. Wir sind schon bei Frage Nummer 3 und das sind Kürbisse. Welches Buch würdest du gern vor die Tür stellen, damit es jeder sehen kann? Ich habe mir das so gedacht, dass ich gern ein Buch, was extrem schön ist und jedem zeigen möchte, vor die Tür stellen würde. Und das ist der aktuelle Harry Potter Band bei mir hier auf Englisch in der illustrierten Ausgabe. Dieses Buch sollte sich einfach jeder anschauen. Das steht jetzt stellvertretend für alle 4 illustrierten Ausgaben, weil die einfach nur wunderschön sind, von Jim Kay illustriert. Und ja, meiner Meinung nach sollte sich dieses Buch jeder anschauen, egal ob vor der Tür eines anderen oder im Buchladen. Allerdings würde ich dieses Buch, glaube ich, in einer Vitrine vor die Tür stellen, weil ich hätte Angst, dass es irgendjemand mitnimmt. Genauso wie die anderen Bücher, aber ansonsten, ihr müsst euch dieses Buch anschauen. Ich werde euch mal einen kleinen Einblick geben. Natürlich nicht zu viel, aber allein sowas hier zum Beispiel. Dieser Teil ist auch wirklich sehr dick. Er hat auch wirklich dann wieder einige einige Illustrationen, was super schön ist. Und hier zum Beispiel nochmal eine. Ich glaube, viel mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Frage Nummer 4 ist Süßes oder Saures. Welchen Charakter findest du süß und welcher Charakter macht dich sauer? Ja, süß finde ich in diesem Buch Isabelle. Isabelle ist ein kleines Mädchen, ich glaube, sie ist so um die 10 Jahre alt und sie wird entführt. Wie sie damit aber umgeht,
fand ich sehr herzerwärmend. Sie trifft bei dieser Entführung auf einen älteren Mann, der auch mit ihr zusammen sozusagen entführt wurde. Das ist, ich glaube, er ist so um die 70, also schon so im Alter von ihrem Opa. Und ihm geht es nicht gesund, also ihm geht es nicht so gut gesundheitlich. Und Isabelle ist sehr fürsorglich zu diesem Mann und ja, sie stärken sich so gegenseitig ein bisschen bei dieser Entführung und ich fand sie einfach nur zuckersüß, wie sie damit umgegangen ist, dass sie entführt worden ist. Sie hat das, glaube ich, nicht so ganz gerafft, aber ja, wie sie dann auch versucht hat, diesen Mann zu helfen und ihn zu beruhigen und ja, fand ich einfach einen ganz, ganz tollen Charakter und unheimlich süß, wie sie da reagiert hat. Ein Charakter, der mich sauer macht, ist Nick aus Gone Girl. Das ist jetzt ein Buch, was ich erst vor kurzem beendet habe und ja, was soll ich sagen? Dieser Typ ging mir richtig auf die Nerven. Es ist so, dass hier Nick mit Amy verheiratet ist und Amy verschwindet am 5. Hochzeitstag spurlos. Und Nick wird dann verdächtigt, ihr irgendetwas angetan zu haben. Also die Polizei ist der festen Überzeugung, dass Nick irgendetwas damit zu tun hat. Und er bestreitet es logischerweise, aber verstrickt sich auch immer wieder so ein bisschen in Widersprüche. Und ich kann euch nicht sagen, was dann am Ende rauskommt, logischerweise, weil ich euch spoilern würde. Aber was dann dahinter steckt, hinter diesem Verschwinden von Amy, ist sehr krass, finde ich. Es ist zwischenmenschlich echt heftig. Also ich wünsche das keinem. Aber wie Nick dann reagiert, beziehungsweise wie er sich verhält, gerade am Ende, da dachte ich mir so, Junge, das ist jetzt nicht dein Scheißernst. Also wirklich, ich hätte dem am liebsten eine reingehauen, weil ich mir dachte so, das kann doch nicht sein, dass du genau so jetzt reagierst. Es ist so schwierig, euch das zu erklären, ohne etwas zu sagen. Aber am Ende, also ich kann nur so sagen, am Ende entscheidet sich Nick für einen Weg, den ich einfach nur vollkommen irrsinnig finde. Also da denke ich mir nur so, du tust dir damit selber nichts Gutes. Also indem du dich dafür entscheidest, manövrierst du dich eigentlich in ein noch größeres Chaos rein, als es vorher war. Und genau, deswegen hat er mich einfach beim Lesen unheimlich sauer gemacht. Und als ich dieses Buch dann zugeschlagen habe, wo ich dann fertig war, dann war ich eigentlich noch mehr sauer auf diesen Typen, weil ich mir dachte so, nein, warum? Warum reagierst du so? Und das ist jetzt nicht dein Ernst. Also vielleicht habt ihr dieses Buch gelesen und könnt nachvollziehen, warum ich das jetzt sage. Ansonsten, es gibt natürlich viele, die dieses Buch auch gefeiert haben. Ja, für mich leider nicht. Einer der nervigsten Protagonisten, den ich bisher gelesen habe. Frage Nummer 5 sind Kerzen. Welches Buch würdest du am liebsten verbrennen? Diese Frage ist natürlich rein hypothetisch gestellt. Ich würde niemals ein Buch verbrennen. Selbst wenn meine Heizung ausfallen würde, dann hätte ich halt 5 Decken über mir, aber ich würde nie ein Buch verbrennen. Trotzdem habe ich natürlich eine Antwort. Und zwar ist es ein Buch, was mir gezeigt hat, warum ich Liebesromane nicht gerne lese. Und zwar ist es Miss You von Kate Eberlein. Das passt jetzt natürlich nicht so zu Halloween und generell ja nicht so zu meinem Kanal mit den Thrillern, die ich sonst so lese. Aber genau deswegen würde ich dieses Buch verbrennen. Ich kann euch nicht mal hundertprozentig sagen, um was es geht. Ich habe es auch schon wieder aussortiert. Es ist aber so viel ich weiß oder mich noch erinnern kann, dass ein Mann und eine Frau mehr oder weniger zufällig aufeinandertreffen und das immer wieder. Also sie treffen sich mal, dann sind sie wieder weg, dann treffen sie wieder aufeinander und mal trifft nur der eine auf den anderen und der andere rafft's nicht und so. So ein bisschen wie das Buch Wie an einem einzigen Tag. Und ja, was dann am Ende passiert, das geht dann so schnell, da dachte ich mir nur so, das ist voll unrealistisch. Also zum einen fand ich das Buch langweilig und zum anderen am Ende, kein Mensch macht das, kein Mensch. Auch das ist wieder ein Buch, wo ich euch nicht so viel zu sagen habe, weil, ja, ich es zum einen aussortiert habe und zum anderen,
ich euch massiv spoilern würde. Auf jeden Fall war das ein Buch, was ich extrem schlecht fand. Ich habe es mit einem Stern bewertet, weil man Bücher nicht mit null Sternen bewerten kann. Und habe es, ja, wie gesagt, aussortiert. Und deswegen wäre es tatsächlich ein Kandidat zum Verbrennen. Aber das natürlich nur rein hypothetisch. Frage Nummer 6 genau ist Blut. In welchem Buch wird es blutig? Und wenn ihr meinen Kanal schon länger kennt, dann könnt ihr euch vielleicht denken, welchen Autor ich euch jetzt in die Höhe halten werde. Denn in welchen Büchern ist es blutiger als in den Büchern von Chris Carter? Gefühlt in keinem. Chris Carter ist einfach mein liebster Autor und er schreibt wirklich sehr blutig, sehr brutal. Man muss es mögen. Aber in Büchern finde ich das einfach nur super. Also das baut für mich extrem Spannung auf. Und ich habe dieses Buch sehr blutig in Erinnerung. Hier ist es nämlich so, dass die Opfer zunächst überhaupt nicht verletzt wirken, also sehr normal. Es ist also so erstmal überhaupt nicht blutig. Eine Leiche wird hier sozusagen in die Gerichtsmedizin eingeliefert, soviel ich weiß. Und genau. Und die Todesursache ist unklar, denn man sieht von außen nichts. Das Einzige, was man sieht, ist, dass die Vagina zugenäht worden ist. Und man stellt dann fest, dass der Täter vorher etwas dort eingeführt hat. Und was das ist, ist dann diese Sache, die das Ganze extrem blutig macht. Wirklich, also das war so krass. Da war mir schon teilweise ein bisschen übel. Und manchmal frage ich mich, wie Chris Carter das auf die Reihe kriegt, so etwas sich auszudenken. Das muss man erstmal tun. Aber ja, auf jeden Fall, hier wird es sehr blutig, genauso wie in allen anderen Thrillern von Chris Carter und natürlich auch in einigen anderen Thrillern. Aber das Buch ist mir auf jeden Fall sehr blutig in Erinnerung geblieben. Wir sind bei der vorletzten Frage, bei Frage Nummer 7, Hexen und Zauberer. Welches Buch würdest du gern durch Hexen oder Zaubern verändern? Ich habe mir gedacht, eins, was vielleicht mir nicht so gut gefallen hat, wo es eine Sache gibt, die mir nicht so gut gefallen hat. Zum einen hätte ich da jetzt Harry Potter nehmen können, gerade Teil 5. Passiert etwas, eigentlich kann man Harry Potter nicht spoilern, aber ich werde es jetzt trotzdem nicht machen. Es stirbt eine Person, die ich J.K. Rowling sehr, sehr übel nehme, dass sie diese Person umgebracht hat. Und das hätte ich gerne geändert. Dann habe ich mir ein Buch ausgesucht, was ich auch gar nicht so lange her erst gelesen habe. Das ist 21 dunkle Begleiter von Wulf Dorn. Hier ist es so, dass einige Logiklücken drin sind. Die würde ich gern durch Hexen und Zaubern verändern. Und zum anderen passiert hier am Ende etwas, das meiner Meinung nach nicht reinpasst, da es ein Jugendbuch ist. Die Protagonistin handelt mit einer, wie soll man sagen, einer Aktion, die von Jugendlichen extrem falsch verstanden werden kann. Beziehungsweise etwas ist, was meiner Meinung nach nicht in Ordnung ist. Und ich habe das Buch ja zusammen mit Ruth von Zwischen tausend Zeilen, mit Sarah von Sarah Sophie und mit Anka von Ankas Geblubber gelesen und wir haben das alle so gesehen, dass es für einen Jugendthriller dann etwas ist, was nicht sehr gut ist. Und genau diese Situation hätte ich gerne verändert. Dann habe ich mir auch überlegt, irgendwann mal habe ich ein Buch gelesen, ein Thriller. Ich weiß nicht mehr, welcher das ist. Ich weiß es wirklich nicht. Wo ich mir gewünscht habe, der Autor hätte seinen Protagonisten am Ende umgebracht. Das klingt hart, aber es ist wirklich so, dass ich in fast jedem Buch, oder vielleicht geht es euch anders, dann sagt mir das unbedingt, aber jedes Buch, was ich lese, auch ein Thriller, hat am Ende in gewisser Weise ein Happy End. Ich habe noch kein Buch gelesen, wo ein Autor seinen Protagonisten umgebracht hat. Und ich wünsche mir das so sehr. Das klingt total bescheuert und es klingt vielleicht ein bisschen makaber, aber ich kann mir das, also ich, in manchen Büchern hätte ich mir das so ein krasses Ende einfach viel besser vorstellen können, als dann dieses Friede, Freude, Eierkuchen, jetzt geht's ihm wieder gut. Und das wäre etwas, was ich gerne bei einigen Büchern mal ändern würde. Ich weiß, dass es ein bestimmtes Buch gab, wo ich mir das wirklich extrem gewünscht habe, aber ich weiß nicht mehr, welches Buch das ist. Es ist jetzt schwierig für euch, mir Bücher zu empfehlen, bei denen das passiert, weil dann weiß ich ja, wie es ausgeht. Deswegen ist es sehr, ist das ein bisschen kompliziert, aber ihr könnt mir das vielleicht gerne privat schreiben.
ich bin da nicht so, was Spoiler betrifft. Deswegen, ja, aber unten in den Kommentaren ist das, glaube ich, schwierig, weil dann weiß ja jeder, wie das Buch endet. Aber ansonsten über Instagram könnt ihr mir da gerne mal ein paar Tipps geben, ob es solche Bücher gibt, ob ihr schon mal sowas gelesen habt. Und ich würde das nämlich super gern mal lesen. Dann sind wir schon bei Frage Nummer 8 und das ist schon meine letzte Frage. Und zwar sind das Geister. Welches Buch, welche Welt, welches Setting, welchen Charakter würdest du gern mal als Geist besuchen? Ich habe mir jetzt meinen liebsten Charakter herausgesucht, den es bisher so gibt. Und das ist Afram Küper aus der Postmortem-Reihe von Mark Roderick. Spur der Angst müsste jetzt Teil Nummer 4 sein. Und genau, der hat mir zwar nicht ganz so gut gefallen, aber durch das Cover fand ich, passt das jetzt ganz gut zu Halloween. Deswegen habe ich euch jetzt mal diesen Teil hochgehalten. Afram Küper ist ein Profikiller. Er wird von anderen angestellt, Leute umzubringen. Er ist also ein Auftragskiller. Und irgendein reicher Mann zum Beispiel schreibt ihm hier, den und den möchte ich umbringen, aus dem Grund. Und das macht Afram Küper dann. Und jetzt kann man sich fragen, okay, warum ist das bitte Ihr Lieblingscharakter? Das ist eine sehr gute Frage. Aber es ist einfach so, dass Afram Küper extrem sympathisch ist. Das klingt ein bisschen komisch, aber es ist so, dass zum einen Afram Küper nur Leute umbringt bzw. Aufträge annimmt, wo er der Meinung ist, diese Leute haben es verdient, umgebracht zu werden. Also er ballert da nicht einfach so durch die Gegend, nur weil ihm irgendein Typ sagt, hier, du musst den umbringen, sondern er macht das wirklich auch mit einem Gewissen, dass er der Meinung ist, die haben es verdient. Und zum anderen ist es so, dass Afram für seine Familie sehr, sehr viel tut, und was ihn sehr sympathisch macht. Und dann ist es auch noch so, dass er hier auf die Interpol-Agentin Emilia Ness trifft, in dieser Reihe, und zusammen mit ihr dann mehr oder weniger Verbrecher jagt und somit in gewisser Weise schon wieder auf der Seite der Polizei steht. Er hat zwar so seine eigenen Methoden, wie er da rangeht, aber im Großen und Ganzen sorgt er auch nur für Gerechtigkeit. Und das macht ihn für mich sehr einzigartig. Es macht ihn zu einem tollen Charakter. Und ich hätte total Bock, mal ihn zu besuchen als Geist. Ich glaube, so als reale Person würde es ein bisschen schwierig werden mit ihm, weil es ja, er so eigen ist, dass es wirklich schwierig ist, mit ihm umzugehen. Emilia Ness, die Interpol-Agentin, ist eigentlich die einzige, die so ein bisschen mit ihm umgehen kann. Vor allen anderen rennt er entweder weg oder bringt sie um oder ja, redet nicht sonderlich nett mit ihnen. Deswegen wäre das, glaube ich, als Geist interessanter, ihn einfach mal auf seinem Weg zu begleiten, warum er jetzt zum Beispiel diesen Auftrag annimmt, warum er so und so handelt, wie es ihm geht, wenn was seiner Familie passiert. Und genau, deswegen wäre das, glaube ich, ein Charakter, den ich gerne besuchen würde. Und auch generell so in diese, ja, die Welt ist ja unsere Welt, aber da mal in die Welt von Interpol einzutauchen, wie die arbeiten, fände ich auch extrem interessant. Und deswegen passt dieses Buch, denke ich, ganz gut zu dieser Frage. Ja, das waren jetzt meine Fragen zum Halloween-Tag. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet mit den Fragen etwas anfangen. Falls ihr Lust habt, beantwortet mit mir super gern unten in den Kommentaren die Fragen. Und ansonsten könnt ihr mir gern alles, was euch zu den Büchern so einfällt, die ich euch gerade gezeigt habe, auch unten in die Kommentare schreiben. Das würde mich riesig freuen. Und ich habe mir gedacht, ich möchte noch ein paar Leute taggen, auch wenn Halloween ja jetzt schon da ist. Finde ich, kann man den Tag auch ein bisschen später machen oder ihr macht es einfach nächstes Jahr. Halloween kommt jedes Jahr wieder. Und deswegen möchte ich euch natürlich ein paar Leute nennen, die ich gerne taggen möchte. Zum einen natürlich alle, die bei dem Halloween Countdown mitgemacht haben. Das sind die Kanäle Coyote Diaries, Alice im Bücherland, The Sarah Story, Jennys Lesestoff, Zwischen 1000 Zeilen, Kalis Books und Littera. Und dann habe ich mir noch ein paar Kanäle ausgesucht, wo ich mir das ganz gut vorstellen könnte, beziehungsweise wo ich weiß, dass sie den Herbst und Halloween auch sehr gerne mögen. Und zwar sind das die Kanäle Melanie Liest, Bookfriends Forever, Seitenraupe und Ungentle Books. Und ja, ich glaube, das waren einige, die ich jetzt getaggt habe. Ich werde natürlich alle unten in der Infobox verlinken, genauso wie alle Links zu den Videos, die jetzt schon die letzten Tage online gekommen sind. Und genau, fühlt euch natürlich auch getaggt, alle, die ich jetzt nicht genannt habe. Egal, ob ihr das selbst als Video macht, als Beitrag auf Instagram, hier in den Kommentaren.
Ich würde mich riesig freuen, wenn wir diesen Text so ein bisschen verbreiten. Und genau, das war es an sich schon zu meinem Tag, zu diesem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den anderen Videos vom Countdown und hoffe natürlich, wir sehen uns im nächsten Video von mir wieder. Ciao!